Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Zum Bonusabenteuer, wie sind wir Tag 5? Ja, während wir dem Signal eines anderen Teils nachgegangen sind, wurde ich irgendwie von Louis getrennt. Ich habe ihn zwar nach einigen Suchen wiedergefunden, doch zwischen uns liegt ein mächtiges Gewässer. Statt eine Überquerung zu riskieren, haben wir uns darauf geeinigt, uns aufzuteilen und nach einem Ort zu suchen, an dem wir gefahrlos wieder zueinander stoßen können. Ich sollte aber trotz allem ein Auge auf die einheimischen Kreaturen haben, was heute wahrscheinlich unsere Aufgabe wieder mal ist. Sie einfach umzunieten. Ja, Monsterjagd im Team. So, den habe ich jetzt direkt hier abbauen lassen, weil ich nur gesehen habe, dass da welche im Boden stecken. So, die sind tot. Ich lasse ihn hier stehen. Er kann da arbeiten. So, hier wird jetzt auch fleißig gearbeitet. Okay, der muss mir hier ein paar von den gelben rüberwerfen. Ich werfe mal alle, die ich gerade da habe, rüber. Und lass ihn jetzt endlich hier sammeln. Jetzt nutze ich die gelben, um hier das kaputt zu machen. Ich hege auch mal ein paar von den Fels rüber. Vielleicht werden die drüben gebraucht. Hier, kannst du noch mal ein paar von den gelben haben. Dann habe ich hier ein bisschen schneller die Arbeit. Und ich sag dir, dass ich hier jetzt die Fels brauche. So, die können jetzt hier mal so lange weiterarbeiten. Ich gucke, dass ich das ein bisschen jetzt aufteile. Ich habe 19 von denen. Ich behalte mal 10 drüben. Und lass den hier mal weiterlatschen. So. Jetzt den natürlich umnieten. Und ein paar neue gelbe. So, die sammeln jetzt hier wieder. Währenddessen kann ich hier arbeiten. Gelbe go. Pam, 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 pam. Flüge go. Da können ruhig ein paar mehr helfen. Da geht's nicht weiter. Alles klar. Zack, zack, zack. Ist immer wieder ein Spaß mit diesem Viech. Einfach werfen und irgendwann fällt es um. So, du zurück zur Base. Jetzt muss ich hier lang. Und jetzt habe ich meinen Spaß, weil da ist eine Zwiebelkrabbe. Boah, nimm doch die. Pam. So, Attacke. So, ich kann ein paar Fels-Pikmin hier drüben gebrauchen. Und das Ding kann ich auch mal schrotten. Oh. Den Saft nehme ich gerne. Und jetzt wieder zurück mit denen. Warum auch immer die das jetzt hier rübergetragen haben. Warte mal, ich werde wahrscheinlich ein paar mehr von denen brauchen.
Deswegen gönne ich mir jetzt ein paar Flug-Pigments mehr. Währenddessen... Obwohl, ich brauche 10 hier drüben. Helft ihm mal kurz. Also wirklich. So. 10 sende ich darüber. Irgendwer muss dann nämlich auch Tore öffnen können. Und währenddessen kann ich hier jetzt arbeiten. Naja. Genau genommen noch nicht sofort. Guck mal, wir machen hier wieder Progress. Und zwar richtig gut. Da ist eins der Viecher, die ich nicht so gerne mag. Bam! Und wenn ich gerade den Booster drauf habe. Attacke! Das hat prima funktioniert. Abtransport, go! So, der hat jetzt hier zu tun. Wieso schicke ich die da dran? So, hier sind ein paar Flügel-Pigments, die kann ich mir gönnen. So, pflücken. Zehn habe ich hier jetzt mehr. Jetzt muss ich mich hier im Weg machen. So, ich denke mal, so ein kleiner Weg reicht doch aus. Ich lasse die Flügel-Pigments mal stärker werden. Es geht schneller, als wenn ich jetzt alle da hochwerf. Natürlich alle Pigments mitnehmen. Und hier ist offenbar noch ein Gegner. Ist hier oben denn noch was? Ja, hier muss was abgebaut werden. So, da muss ich... das hier mag ich nicht. Das töte ich zuerst. Das Vieh muss 100% zuerst sterben. So, die Viecher kann ich jetzt, glaube ich, liegen lassen, weil ich habe jetzt 100 Pigments. Ich kann nicht mehr haben. Ja, hier werden jetzt mehr Fels-Pigments gut. Die können da rein. Ich kann gerade eh nur die Fels gebrauchen gegen den. Ja, komm. Okay, eine Seite noch, dann ist der schutzlos. So, Leute. Zeit für den Angriff. Warum habt ihr das Ding nicht komplett ausgegraben? Ich weiß übrigens nicht, wo die jetzt hier im Weg gebaut haben. Aber irgendwo haben sie es. Oh, ihr seid lustig. So. Ich lasse mal Flügel-Pigments die Bomben mitnehmen. Obwohl, wäre egal gewesen. Zack, eine Bombe habe ich noch. Ich habe das Gefühl, irgendwo habe ich ein paar Pigments verloren. Oh, die Gammeln an der Base. Soll ich die eben holen? Wäre wahrscheinlich besser.
Ich lasse ihn die eben kurz holen. Währenddessen kann ich ja mit Olimar arbeiten. Der ist ja jetzt hier auch fast fertig. So, das Vieh braucht ihm nicht mitnehmen. Mehr als Maximum geht nicht. So. Da drüben ist wieder eine Stelle zum Graben. Die nutze ich auch mal. Da kann nur was Nützliches drin sein. Der ist noch nicht ganz zurück. Ich will ja auch nur eben kurz die hier hinten holen. Hier mal ein bisschen näher dran stellen. So, ich kann jedes Pigment immerhin gebrauchen. So, Leute, Bomben mitnehmen. Warum war da nur eine Bombe drin? Naja, egal. So, jetzt müssen nur noch zwei Viecher sterben. Und ich habe eine Bombe für jedes Vieh, glaube ich. So, erstmal du. Tschüss. So, und jetzt fehlt nur noch das andere. Ich hätte aber gerne, dass es erstmal aus dem Wasser verschwindet, weil da wirkt die Bombe nicht. Komm, trifft die noch? Sie hat noch getroffen. Und ich habe kein Pigment verloren. Glaube ich zumindest. Ich habe sogar noch einen von diesen Säften übrig gehabt. Komm, diesmal mal wieder. Platin! Na dann, weiter geht's. Wir packen noch eine zweite Mission. Unsere Kräfte zu teilen hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Wie wir die Pigment immer wieder aufgeteilt haben, war eindeutiger Beweis dafür, was für ein eingespieltes Team wir mittlerweile sind. Ich muss zugeben, ich habe Louis unterschätzt. Ich hätte seine Hingabe an unsere Mission nie in Zweifel ziehen dürfen. Ja. Louis kann aber auch manchmal... Ja. Oh, jetzt muss ich Früchte und Goldklumpen sammeln. Die Brücke zu reparieren hat höchste Priorität. Den Kreaturen die Früchte abzunehmen hat die zweithöchste Priorität. Alles andere hat keine Priorität. Ich erinnere mich an diesen Ort, aber etwas ist anders. Oh, das Wasser ist weg. Anscheinend haben sie hier neue Kreaturen niedergelassen, die die Grenzen ihres Reviers erkunden wollen. Aber es darf mich nicht davon abhalten, die Früchte und Goldklumpen hier einzusammeln. Diese Schätze sind das Risiko allemal wert. Och, nö. Das allerhöchste Ziel ist doch momentan... Ja. Wir müssen das Schiff eigentlich finden, Leute. Zwei Teams? Warum ist der Fluss hier eigentlich... Ach, egal. Da unten sind ein paar Bomben. Ich nehme einfach mal Louis und lasse ihn hier mal die ausgraben. So, trag das mal ein bisschen näher ran. Na dann kommt die Fels. Ich brauche ein paar mehr von denen. So. Die nehme ich mit. Bomben sind immer nützlich. Louis sollte ich mal an der Base lassen, damit er die ausgraben kann. So. Wie ich gerade eben schon sagte, ich brauche mehr Fels. Da brauche ich auf jeden Fall die Bomben. Oh nein! Mein schlimmster Albtraum lebt!
Das Ding hatte eine Bombe in sich drin. Da kommen auch mal ein paar rote mehr. Ich brauche hier, glaube ich, richtig viele Bomben. Sonst würde das Spiel mir nicht so viele geben. So. Warte mal. Ulima, zurück zur Basis. Und mit Louis erkunde ich jetzt mal anderswo. Den lasse ich erstmal schlafen. Ich muss mich nicht unnötig selbst umbringen. Oh, ein Motiviersaft. Okay. Hier gehen wir mal runter. Offenbar außen rum. Kann ich ehrlich gesagt auch so machen. Dann kann ich mit Ulima nämlich sagen, komm, wir gehen mal hier lang. So, jetzt ein bisschen Vorsicht. Ich sag dir Vorsicht. Es hat die Bombe gefressen. Na gut, soll mir auch recht sein. So hatte ich das eigentlich nicht geplant. Aber jetzt habe ich einen Thumbnail. Ich bewundere deinen Einsatz, aber er ist unnötig. So, da ist nochmal so ein schlafendes Vieh. Die Viecher kann ich easy mit den Roten umbringen. Ich lasse ihn nur deswegen zurückwandern, damit er die Pigments holen kann. Zum Glück habe ich noch rüber gewechselt. Oh, richtig viele Fels. Rote, gönnt euch. Auch hier hinten einmal. So, und das muss abtransportiert werden. Jetzt können wir uns die Frucht hier unten holen. Den da bringe ich ganz schnell um. So. Ich werfe die jetzt extra, damit dann ein paar mehr helfen. So. Der ist auf Streit aus, also kriegt er eine Bombe. Ja, guckt sie an und stirbt. Brav. So und nicht anders war das geplant. So, mit ihm wieder zur Basis und die abholen. Mit ihm kann ich einmal eben kurz den anderen hier umbringen. Mit ein bisschen Glück treffe ich sogar mehr als den. Nee, hab leider nur ihn getroffen. Das kann tatsächlich auch der eine Einzelne hier holen. Die arbeiten ja recht fleißig. So, jetzt muss ich eh warten. Oh, richtig fleißiger Arbeiter. So, Abtransport, Jungs. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Bombe brauche. Auf jeden Fall den einmal tot. Dasselbe gilt für dich. So, alles wird abtransportiert. Du zur Base zurück. Ich wollte die trennen. Dann halt Louis zur Base zurück. So. Hier unten sind ein paar Pigments. Und ich sehe auch Goldklumpen. Die können wir easy abbauen. Da sind zwei böse Biester drin.
Da warte ich lieber, bis ich die ganze Armee habe. Aber den da oben würde ich gerne... Tschüss. Das Vieh ist nämlich richtig unangenehm. Na gut, ihr wollt es nicht anders. Der eine hat gerade die anderen gerettet. Haben wir auch noch nicht gesehen. Genau, oben drauf werfen. Wohin genau sonst? Da kommt die Armee. Wieso fliegt das Drecksding jetzt? So, ihr könnt euch gönnen. Jetzt schicke ich den zurück zur Base, während Louis mit dem, was dort ist, ja, weiterarbeiten kann. Wir müssen hier hinten noch holen. Das kleine Vieh da unten kann man ignorieren. Wir müssen hier auch kämpfen. So, holt ihn euch! So, Abtransport und hier geht dasselbe. So, 48 habe ich gerade hier. Damit rennen wir hier hoch. So, Louis schicken wir einfach direkt hinterher. Direkt ein paar Pigments tot. Tötet es. Ich kann mir gut vorstellen, ja, sage ich doch, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe, dass hier noch die Goldklumpen sind. Louis kommt ja hinterher. Ja, Mission erfolgreich. Damit haben wir diese Mission auch geschafft. Hat nur ein bisschen länger gedauert heute. Also, ich habe wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergecuttet. So, Zeitbonus. Und Platin. Ja. Die Früchte, die wir gefunden haben, haben mich an die Forscher von Copper erinnert und an die Mühen, die sie auf sich genommen haben, um ihre Welt zu retten. Nachdem die Hälfte der Früchte weg war, habe ich Louis dazu beauftragt, der prompt einfach weggelaufen ist. Man hat es nicht leicht mit ihm. Aber er ist mein Partner, also muss ich ihn zurückholen. Ach, nicht beauftragt, befragt. Ja. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da haben wir die Suche nach Louis.